So, da sind wir wieder bei einer kleinen Runde Let's Play FIFA 14 Online-Saisons. Es kam längere Zeit keine Folge davon. Tut mir leid, ich hatte keine Lust so wirklich auf FIFA und hatte auch nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Ja, es hört sich blöd an. Auf jeden Fall, jetzt starten wir wieder durch. Ist erste Partie jetzt nach längerer Zeit wieder mal mit Bayern. Entschuldigt das, ich werde jetzt demnächst immer mal durchwechseln mit anderen Mannschaften spielen. Dann lassen Sie mal Gegner suchen. Vielleicht merkt man schon, meine Stimme klingt viel klarer. Ich habe mir ein Mikrofon geleistet, um einfach mal schöneren Sound zu haben, beziehungsweise dass meine Stimme klarer wird. Headset-Mikrofon fand ich nicht so toll. Nee, konnte ich mich nicht mehr mit anfreunden mit der Tonqualität nach Call of Duty Ghosts. Ich bin ganz zufrieden mit dem Mikro, es hört sich super an. Ja, ich wette, es ist Real Madrid unser Gegner. Bestimmt Real Madrid. Sonst niemand. Kommt eine Frage. Ja, Real. Wer sonst? Ist ja immer Real. So. Mal schauen, ob es der fünfte Sieg im fünften Spiel wird. Daran merkt ihr wirklich, ich habe nicht FIFA 14 Online-Saison gespielt. Lustige Sache, morgen kommt mein FIFA 14 für die PS4. Eine Woche vor Release. Das ist sehr schön. Dann hat man das Spiel hier rumliegen, aber keine Konsole. Ich freue mich schon tierisch. Heute schon Platz gemacht für die Konsole, damit ich dann nur aufstellen brauche und dann kann es losgehen. Nächste Woche Freitag. Beziehungsweise am 29. November. Ich weiß nicht, wann ihr das Video schaut. Komm, Ball, komm her. Komm, 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 komm. Mein Ball. So. Da stand natürlich niemand. War ja klar. Wo war das denn faul? Blöder Schiedsrichter. Außerdem habe ich mir mal ein Thema für diese Folge überlegt, weil ich verfolge in der letzten Woche die Foren in Amazon. Ich lache mich tot. Hauptsächlich die Foren von PS4 und Xbox One. Ach du Scheiße, wie die Leute sich da gegenseitig fertig machen. Das ist nicht mehr normal. Vor allem, es gibt dann diese nette PS4-Fanboys und die Xbox One-Fanboys und dann immer in anderen Foren, ja, es gibt das, die Ko ist doch scheiße, die Konsole, die überhitzt ja total, die wird warm. Ja, ein Rechner wird auch warm. Was erwartet ihr? Dass die Konsole wie ein Kühlschrank ist? Oder wenn irgendwelche Bewertungen von Spielen sind, dass halt die Spiele nicht so bewertet sind, werden wie die, ich sag mal, Zocker das erwarten und dann würden das sofort den anderen unter die Nase gehen, haha, das Spiel schneidet gar nicht so gut ab. Es kommt auch einem selber drauf an, ob es einem das Spiel gefällt und nicht von der Presse. Das ist immer furchtbar, dann, ja, dann diese Aufzieherei oder immer kurz vor Versand dann die Mails. Oh Gott. Meine wurde versandt, eure noch nicht, oder? Und wenn sie immer alles unter die Nase reiben, dass sie was Besseres wären oder früher etwas früher bekommen als die anderen. Das geht nicht. Und dann fangen sie echt an, sich sowas von zu beleidigen. Oder einfach sinnlose Tweets eröffnen. Zum Beispiel, suche PS4. Das gefühlte 100 Mal. Man kann es ja verstehen. Aber dass dann jeder anfängt, der keine pünktlich zum Release bekommt, ein eigenes Forum aufzumachen, dass er noch eine sucht. Weil dann kommen dann immer die netten Leute an, ja, ich verkaufe sie dir für 600 bis 700 Euro. Das ist dann auch Wucher. Oh Gott, jetzt passiert's. Mist. Ja. Furchtbar. Beides. Das Tor, Gegentor und die Foren. Ich finde das immer so lustig. Oder vor Release von Spielen. Also wenn man Langeweile hat, sollte man sich das einfach mal durchlesen. Das ist herrlich. Oder letzte Woche fand ich am geilsten, ich habe die E-Mail bekommen, dass meine PlayStation 4 früher versendet wird. Da gibt es dann Leute, die von Amazon E-Mails fälschen, um dann anzugeben, dass sie ihre Konsole früher bekommen. Das muss man sich mal vorstellen.
und machen sie Screenshots von aus ihrem Postfach oder denken sie nicht dran, weil sie die veränderte E-Mail sich weitergeleitet haben, dass dann so ein nettes WG davor steht. Und dann sind es die Deppen. Das ist unfassbar, was da so abgeht. Ja. Mann. Ich bin froh, wenn ich nächste Woche Freitag einfach meine Konsole habe und spielen kann. Auch wenn es vielleicht einen Tag später wird. Solange man eine bekommt, ist man immer noch gut. Da fand ich heute eine tolle Aktion von Amazon. Alle Leute, die über 2 PlayStation 4s vorbestellt haben, auf einmal wurden, runterstorniert auf 2 nur. Man darf allerhöchstens 2 Stück auf einmal kaufen, damit jeder eine Chance hat, der vorbestellt hat, eine zu bekommen. Es gibt viele Leute, die kaufen die 5 oder 6 Stück und verkaufen die dann bei eBay, um noch sich ein goldenes Näschen zu verdienen. Da hat Amazon jetzt einen schönen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, nö, mehr als 2 Konsolen kriegt keine Person. Nette Aktion. Finde ich gut. Komm, nein, ich hab den drin gesehen. Oh Gott, der muss doch drin sein. Ach, spät gespasst. Ja. Was könnte ich denn noch erzählen, Amazon? Was habe ich denn noch so Tolles gelesen? Oder hat denn jemand bei GameStop vorbestellt? Da gab es doch die Aktion 2 Spiele für 50 Euro. Kann denn jemand da für mich hingehen und die 2 Spiele kaufen? Ich würde auch 50 Euro euch geben. Also da fragt man wahrhaftig die Leute, ob sie einem Spiele kaufen, die selber interessant sind, weil 2 Spiele nur 50 Euro kosten. Da muss man sich mal vorstellen. Da behalte ich doch lieber die Spiele, als sie nochmal zu verkaufen nur für 50 Euro. Solche schwachsinnigen Threads einfach aufzumachen. Oder wie heißt es, verschenke Gutschein 2:1 Aktion. Es ist nett, aber da Lust. Nett, wie heißt denn bei Amazon gab's, gibt's die Aktion, wenn man die PlayStation 4 vorbestellt hat. Man kriegt 3 Spiele, 2 muss man zahlen und 1 umsonst. Da haben viele dann immer gesagt, ich schenke euch die Gutscheincodes, aber was denn da los war und wie sich die Leute darum zoffen, oder verkaufen die diese Codes. Unfassbar. Oh Gott. 0-1. Alles noch möglich. Ich muss erstmal wieder reinkommen in FIFA. Das letzte Mal habe ich ordentlich, ich glaube vor 3 Wochen gespielt. Das letzte Spiel, das ich gespielt habe, waren Call of Duty Ghosts, Ratchet & Clank Nexus und Goodbye Deponia. Und immer mal zwischendurch Minecraft. Ja. Ach Mann. Ich habe auch eine gute Spieleauswahl an der PS4, also mir wird nicht so schnell langweilig. Einmal kann ich 3 Spiele upgraden. Battlefield 4, Call of Duty Ghosts und Assassin's Creed 4 für 9,99 €. Ich kann mir dann die digitale Version runterladen. Und außerdem habe ich dann bei Amazon zugeschlagen bei den 2+1. Ich habe mir Knack, FIFA 14 und Need for Speed Rivals vorbestellt. Außerdem noch einen zweiten Controller und noch die Kamera.
Ja. Und dann bin ich zufrieden. Außerdem gibt es ja dann Minecraft noch, kommt ja noch raus für die PS4 und PlayStation Store. PlayStation Plus Mitglieder erhalten ja noch The Binding of Isaac und Don't Starve im nächsten Jahr kostenlos. Oh, da gibt es eine gute Auswahl an Spielen. Wo man stundenlang gefesselt werden kann an die Konsole. Ich sag, die Partie verlieren wir. Ich hab X gedrückt. Warum passt du nicht? Müllerchen? Nee, man sucht jetzt was. Oh Mann! Warum in den Rücken? Gelbe Karte, gelbe Karte. Isco. Der grätscht aber ganz schön oft meine Spieler um, fällt mir gerade mal so auf. Oh. Ja, ja, ja. Ja. Ich hab gedacht, der Ball kommt nicht durch. Schön. Sauber. Meine Hoffnungen sind zurück, dass wir gewinnen. So schnell kann es gehen. Oh, 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 wieso immer mit Hacke? Och Mann, wieso können die denn so einfach sich durchkombinieren? Menno! Groß, warum läufst du nicht gescheit mit? Das wird bestraft. Götze rein. Shaqiri für Robben. Und Pizarro für Mandzukic. Mal schauen, ob es was bringt. Ich bin sehr gespannt. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Hey, er wechselt auch dreimal. Das hasse ich immer, wenn die schnell drehen, dann habe ich nie eine Chance, komme ich nie hinterher. Oder ich einfach zu blöd bin und vorbeilaufe. Oder der Pass nicht gespielt wird.
Mann. Meiner. Mist. Komm, ein Unentschieden ist drinne. Er spielt jetzt nur hinten rum. Das. Oh! Götze! Sag ich doch, einfach nur versuchen, Ball behalten. Ich kann so gar nicht spielen, Ball halten. Ich mache irgendwann immer einen Fehler. So, die Partie ist verloren. Sag ich doch. Ach, Mann. Ja, irgendwann reißt auch die Glücksserie. Leider, leider. Ach, Gott. Ja, das war's auf jeden Fall mal wieder mit Let's Play FIFA 14 Online-Saisons. Freut mich, wenn ihr einen Daumen hoch geben würdet. Macht's gut, wir hören uns das nächste Mal, euer Heinzelmann. Auf Wiederhören. Tschüss.